Hey, willkommen zurück zur neuen Folge Far Cry 6. Und ja, in der letzten Folge sind wir, glaube ich, irgendwo hier stehen geblieben. Und wir müssen jetzt immer noch, ja, halt die Pumpstation, also die, ja, die Pumpstation zerstören. Ah ja, stimmt, hier waren wir in der letzten Folge dann am Ende. Und, warte mal, da haben wir dann, glaube ich, den Schlüssel, also die Schlüsselkarte bekommen. Und, warte mal, aber hier kann ich ja jetzt immer noch nichts machen. Aber okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal bei der Pipeline da weiter zu der nächsten Pumpstation halt. Warte, das war jetzt glaube ich die zweite, oder? Oder die dritte, ich weiß es gar nicht mehr. Okay, da ist irgendwas explodiert auf jeden Fall. Da brennt es auch, glaube ich, da hinten. Okay, warte mal, da hinten, da ist irgendwas. Ist da die nächste Pumpstation? Ah ja, ich glaube schon, okay. Okay, und da geht's dann wahrscheinlich weiter, oder? Ah, warte, ich werde gesehen. Leg das weg. Bist du taub oder was? Ein Gaswerfer. Ach shit. So, der ist tot. Ich gehe hier mal rein. Jetzt ganz vorsichtig. So, Benzin. Metall mitnehmen. Okay, dann hol ich mal die hier raus. Komm ich hier rein? Okay, das Laufen, das ist gut. Wo sind denn hier noch welche? Warte mal, vielleicht hier oben. Warte mal, hier ist ein Schalter. Ja, okay. Warte, wo denn? Irgendwo hier hin? Ah, warte mal. Ah, da. Jetzt hier machen wir. Und dort. Warte, hinter mir. Dort irgendwo, oder? Okay, das müssen wir zerstören, diesen Behälter hier. Wo denn? Irgendwo hier müssen wir sein. Oder da oben? Warte ich schon mal nach. Hab schon, oder? Okay, ein Sniper. Der tot. Und hier sind, glaube ich, alle Gegner tot, oder? Okay, passt. Schaut gut aus. Okay, den muss ich eh nicht töten. Der greift mich eh nicht an. Warte, ich mach das mal so mit dem MG hier. Okay, passt. Das haben wir auch. Das war's ja, glaube ich, schon wieder. Eine Station brauchst du noch, Dani. Ah, nur noch eine. Okay. Warte mal, also hier, da unten auf der Minimap sehe ich das ja. Das habe ich noch niemandem erzählt. Was denn? Der Tigre hat Lobo getötet. Der Binger. 1967 führten sie den letzten Angriff gemeinsam. Aber Lobo wollte ja. Warte mal, ich muss kurz pausieren hier. Okay, weil ich weiß nicht, soll ich jetzt einfach hier entlang gehen?
Weil ich glaube, es ist eigentlich nicht so wichtig, weil hier war ja eine. Pumpstation 6 ist das. Und hier Pumpstation 3. Ja, ich glaube, ich warte mal hier drüben dann. Warte, Stausee. Obwohl. Oder soll ich in die andere Richtung rennen? Ich weiß es nicht. Nachdem sie Esperanza angenommen hatten, wollte er Santos erledigen. Lobo hätte alles zerstört, wofür wir gekämpft hatten. Er hätte einen Bürgerkrieg angezettelt. Lobo war ein Verräter, Danny. El Tigre hatte keine Wahl. Das ist ein Geheimnis, das kein Jaraner je erfahren darf. Warum erzählst du mir das? Weil du mich an Lobo erinnerst. Vielleicht bist du jetzt ein Held. Du denkst, du würdest Yara nie hintergehen. Aber sobald du auf dem Thron sitzt, wird er dich verändern. Ich hab nicht vor, Yara zu regieren, Lucky. Du sollst nur wissen, dass ich abdrücken würde, wenn ich müsste. Genau wie El Tigre damals. Er ist die wahre Legende von 1967. Und er hat sich nie dafür vergeben. Okay, hätten wir noch so einen Schalter gehabt. Warte, was habe ich jetzt überhaupt gerade bekommen? Also was für eine Waffe hier bei der Kiste? Na, ist egal. Da dann nochmal Benzin. Und dann gehen wir einfach mal hier weiter, würde ich sagen. Warte mal hier. Ja, da war ich gerade drin. Und dann hier einfach weiter. Also eigentlich wäre es mit dem Fahrzeug ein bisschen einfacher. Obwohl, naja, da komme ich ja dann nicht überall durch. Na, ja, geht's dann hier rüber und ich glaube, dann sind wir eigentlich hier schon wieder da, oder? Und der ist mit diesen Störsendern da. Diese Nebenmission, ich glaube, drei haben wir ja schon geholt, also drei haben wir zerstört. Und der 11 gibt's ja und ja, ich habe nachgeschaut halt mal und ja, die werden wirklich nicht angezeigt auf der Map, aber ich habe eine Karte, also ich habe was gefunden, da werden halt alle angezeigt, also auf einer Map halt. Okay. Also ja, ich habe einfach alle Locations rausgesucht und ich denke mal, die könnten wir dann später nochmal versuchen, die Mission. Also es ist, glaube ich, geschanden, dass eigentlich alle ziemlich in der Nähe sind. Und ja, also ich glaube eigentlich, weil es gibt ja so einen Helikopter, so einen kleinen, mit dem könnten wir den dann alle von oben aus halt sehen. Und dann wäre das, glaube ich, hier kein Problem. Aber ja, wenn man kurz nachschaut, geht es halt schneller. Okay, dann sind wir hier. Das ist die letzte. Warte, hier brauche ich wieder eine Schlüsselkarte. Ah, warte, hier. Mit dem Molotow vielleicht. Ja, sieht mich irgendwer. Okay, warte, mache ich so mit dem MG hier. Und das war's, glaube ich, oder? Der ist noch im Leben. Ach du Scheiße. Lucky, hast du das auch gehört? Ganz Yara hat das gehört. Phase 2 beginnt. Finde die Anlage. Folge einfach dem Rauch. Ja, okay, wir müssen McKay's Chemiefabrik erreichen. So, müssen wir dann dorthin, okay.
Aber ich würde sagen. Achso, während dem Kampf geht es ja nicht. Wo voll ins Wasser rein? Okay, kann ich jetzt eine Schnellreise machen? Achso, ja, ein Absprung geht ja nicht. Habe ich aber eigentlich, glaube ich, hier noch nie gemacht, oder? Okay, dann schaue ich mal da. Vielleicht, also da muss ich mir sicher ein Fahrzeug oder so holen können. Dann schauen wir mal. Ja, da kann ich mir ein Fahrzeug holen. Hola, halte durch. Was? Warte mal, hier, da ist ein Händler. Okay, was hat er für mich? Ich meine, neue Waffen, eigentlich bräuchte ich, glaube ich, gar keine neuen Waffen. Okay, ein Compound-Bogen. Warte mal, haben wir den nicht schon? Oder habe ich da einen anderen? Boah, so eine MP7 wäre eigentlich ganz geil. Da haben wir einen Raketenwerfer. Scharfschützenschuhe. Ja, was Neues könnte ich mir mal wiederholen, oder? Das wäre geil. Du kannst Stolpertritte entschärfen, indem du auf sie trittst. Ich glaube, die hole ich mir mal, oder? Vielleicht auch die Dausrüsten? Na, das geht hier nicht. Du bewegst dich leise, das hole ich mir mal. Verteidigung gegen Feuer, das wäre eigentlich auch geil. Verteidigung gegen Spreng- und Weichzielgeschosse wieder erhöht. Ja, könnte ich mir eigentlich mal holen. Du kannst alle mit der Gegner auch von vorne mit Takedowns erledigen. Okay, das brauche ich auf jeden Fall. Beim Gewehr, also bei den Waffen. Also ich habe jetzt hier nicht mehr genug Geld. Warte mal, handeln. Da könnte ich mal irgendwas verkaufen, oder? Weil ich habe eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich ziemlich viel. Achso, da bekomme ich ja nur Ressourcen dafür. Achso, hier unten bei den Sachen bekomme ich dann Geld. Okay, tausche, glaube ich, mal. Jetzt müsste ich, glaube ich, noch ein bisschen Geld haben. Boah, ich habe keine Ahnung, soll ich mir mal irgendeine andere Waffe holen? Aber ich brauche jetzt, glaube ich, nicht unbedingt, weil ich könnte auch immer mal bei der Werkbank schauen, was ich da noch so habe. Aber die Sirene. Obwohl ich mit der AK nicht ziemlich zufrieden bin. Na, ja, ich glaube, ich behalte die einfach mal. Oder warte mal, hier bei den Maschinenpistolen. Seitenwaffe, die Desert Eagle will ich nicht behalten, ich sehe ziemlich gut. Stimmt, aber ich das hier. Beim Waffe 3, die Sniper, die will ich eigentlich auch behalten. Aber irgendwie will ich mal Bock, die mitzunehmen. Ich rüste die mal kurz aus. Dann will ich auch sogar einen Schalldämpfer oben. Boah, die sieht aber richtig geil aus. Schieß damit mal so ein bisschen herum. Dann warte mal. Boah, die ist aber geil. Ich glaube, ich behalte einfach mal.
Okay, dann warte mal. Hier hole ich nochmal ein Fahrzeug. Ja, denk mal wieder das hier. Und dann fahren wir dahin. Okay, aber dann würde ich sagen, ich rüste mal ganz kurz die Sachen aus, die wir uns gerade geholt haben. Warte mal hier, da habe ich mir was geholt. Ja, das hier stimmt. Ausrüsten. Dann erstmal hier was, glaube ich. Das war eh das, oder? Warte, was habe ich hier gerade? Ach so, oh, das ist eigentlich gar nicht so gut, was ich... Oder warte mal, habe ich das geholt? Warte, wird erhöht. Wird leicht erhöht und wird erhöht. Okay, warte mal. Na, das habe ich, glaube ich, geholt, oder? Also ich glaube eigentlich, die zwei Sachen, die haben eigentlich denselben Effekt. Also es ist, glaube ich, scheißegal, was man ausrüstet. Aber ich nehme jetzt trotzdem einfach mal das hier. Und bei der Hose, da habe ich jetzt, ah, stimmt das, oder? Die habe ich geholt. Dann bei den Schuhen, da habe ich mir, glaube ich, die geholt. Ja, da können wir ja die Stolperdrähte entschärfen, wenn wir halt drauf treten. Okay, aber die finde ich auch ganz cool. Du bewegst dich schneller beim Nachladen. Aber egal, ich lasse es einfach mal die hier. Und Handschuhe habe ich, glaube ich, gar keine geholt, oder? Ah, warte mal hier, wenn du brennst, werden die Flammen automatisch gelöscht. Das wäre eigentlich schon ziemlich gut, oder? Aber die ich halt jetzt gerade habe, die sind eigentlich auch ziemlich gut. Die Gesundheitsregeneration setzt früher nach erlittenem Schaden ein. Ah, ich weiß es nicht, aber das mit den Flammen wäre halt schon auch irgendwie ziemlich gut. Ich glaube, ich nehme die mal mit. Also ich rüste die halt mal aus. Okay, dann fahren wir jetzt erstmal zu der Chemiefabrik. Da fahre ich einfach mal jetzt hier so quer durch. Und dann bleibe ich einfach mal hier stehen und wir gehen jetzt noch zu Fuß Lucky, rüber. Ich bin an der Anlage. Hier machen sich alle in die Hose. Wegen dir. Die Ingenieure versuchen, die Chemiebecken zu reparieren. Finde den Kontrollraum, Dummy. Yelena wartet auf Zugang zu den Computern. Sobald wir den haben... Herzinfarkt. Verstehe. Gefällt mir nicht, wie es hier aussieht. Okay, warte mal. Hier komme ich durch den Zaun durch. Und ich gehe einfach mal aufs Dach, würde ich sagen. Aber hier oben sind wir niemand. Warte mal, da ist doch ein Alarm, oder? Wenn das nochmal passiert, sind wir am Arsch! Okay, dann schaue ich mal, dass ich irgendwie markieren kann hier. Ich sehe dich, Ingenieur. Bringt den Druck unter Kontrolle! Warte, ich hoffe mal, unter mir ist niemand. Na, warte mal, hol ich von hier aus durch ein paar weg. Es gibt Meldungen über Sabotage. Warte mal, dort. Okay, passt. Dann haben wir dort noch einen. Und hier hinten noch zwei. Warte mal, das hat er gesehen, oder? Ah, geil.
So, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar gekillt. Ach, shit. Da ist noch wer. Warte mal, unter mir glaube ich irgendwo. Ah, warte da. Die ist tot. Ach shit, der war daneben. Denke ich mir direkt. Ah, warte, da ist irgendwer. Was? Ich bin tot. Ey, warum? Ich habe doch nicht die Leertaste gedrückt. Warum hat er nicht den Fallschirm aufgemacht? Scheiße, Mann. Okay, es war wahrscheinlich noch zu niedrig von der Höhe halt, ja. Na, okay, nochmal alles von vorne. Lucky, ich bin an der Anlage. Die machen sich alle in die Hose. Wegen dir. Die Ingenieure versuchen, die Chemiebecken zu reparieren. Finde den Kontrollraum, Dummy. Yelena wartet auf Zugang zu den Computern. Sobald wir den haben... Herzinfarkt. Verstehe. Geht schon mal direkt hier rein. Medizin mitnehmen. Das ist zum Lesen. Stark verblasstes Gekritzel. Toll. Wenn das nochmal passiert, sind wir am Arsch. Hier haben wir nochmal Medizin. Und hier ist nochmal so eine Tasche. Benzin. Okay, warte mal. Da ist ja, glaube ich, eine Sirene. Okay, ist verschlossen. Dann würde ich sagen, wir schauen jetzt mal, dass wir da halt diesen Alarm ausbekommen. Was ist da hier noch? Also das haben wir schon gelesen. Da ist zu. Dann glaube ich, schaue ich jetzt mal, dass ich wieder aufs Dach raufkomme. Aber warte mal, hier kommt man rein, oder? Hast du das verschlossen? Tot. Da hinten. Mein Treff, glaube ich, hier nicht so gut. Ah, boah, warte mal. Scheiße. Nein. Ah, oh, das war ganz schlecht. Also, was mache ich denn? Oh, tot. Hat das irgendwer gesehen? Ich hoffe mal nicht. Hier müsste, glaube ich, wirklich ein Alarm sein. Dann schaue ich mal, dass ich hier runterkomme. Hier komme ich doch den Fallschirm auf, zum Glück. Na, da sieht mich irgendwer. Oder ist hier doch kein Alarm? Warte, schaue ich mal runter. Okay, ich dachte schon, hier ist ein Alarm. Ach, shit. Ja, wenn ich hier dann irgendwo anders auf jeden Fall. Ja, das war, glaube ich, ein bisschen blöd, da wäre die Sniper besser gewesen. Also hier ist der Kontrollraum. Und ich wurde schon gesehen. Ja, die ist ja ultra geil, irgendwie Waffe hier. Dann, oh, nein. Hier schon nach oben. Nein, boah, ich bin echt wieder tot. Heil dich, komm schon. Schnell hier rein. Dann hier zum PC hin. Yelena, Dani hier. Ich hab dich eingestöpselt. Mach dein Ding. Muy bien, dann heizen wir den Ping mal ein. Okay, gleich wieder die Hälfte, das passt.
Yelena, kannst du die Sache irgendwie beschleunigen? Hacken ist eine Kunst, Danny. Helf mich nicht. So, wir haben's. Dann schnell weg hier. An jedem Becken gibt es einen Überlaufkontrollschalter. Leg die um und. Oh, was? Oh, shit, wir sind noch gar nicht fertig. Ja, aber es wird etwas dauern, bis die Becken explodieren. Also dann hier hin, komm schon, komm schon, komm schon. Warnung, der Druck hat ein. Alter, komm schon, nein. Aber tot. Ach, scheiße, mal von allen Seiten hier. Boah, das gibt's doch nicht. Was, nein? Warte mal, was? Muss ich dann dort bleiben und... Ach, scheiße. Mal dort zurück. Boah, ich hätte mich mal hier heilen können, aber es geht irgendwie gerade nicht. Warte da. Achso, ich dachte schon, das ist Medizin. Nicht wer. Warte mal da oben. Und schnell wieder hier hin. Komm schon. Da muss ich dann wieder hier warten oder was? Warnung. Der Druck hat ein kritisches Niveau erreicht. Gott. Oh shit, oh shit, oh shit. Jetzt komm schon. Jetzt war's das hier. Dann weiter zum nächsten. Okay, wir haben es fast geschafft. Noch drei Becken. Musik in meinen Ohren. Hier ist Senior McKay. Wer ist hier der Manager? Rufen Sie mich sofort an. Ich will wissen, was da verdammt war. Vorsicht, der Druck hat ein kritisches da unten. Boah, Alter, von wo denn? Das dauert schon wie ziemlich lange. Alter, verpiss dich von da. Oh shit. Das haben wir auch. Alter, was von allen Seiten, Mann, das gibt's doch nicht. Boah, muss ich jetzt wieder alles von vorne machen? Bitte nicht. Wir sind drin. An jedem Becken gibt es. Oh, wieder alles von vorne. Leg die um und. Und Kabu. Ja, aber es wird etwas dauern, bis die Becken explodieren. Also pass auf, dass keiner diese Schalter anfassen kann. Okay, aber gut, Leute, dann würde ich jetzt mal sagen, das war's jetzt hier mit der Folge. Ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.